Mutter Teresa wurde einmal während eines Interviews stark angegriffen. Sie lieben die Armen, das ist gut. Aber wie steht es mit dem Reichtum des Vatikans und der Kirche? Mutter Teresa schaute ihren Interviewer geradewegs an und sagte: Sir, Sie sind nicht glücklich. Irgendetwas verärgert Sie. Sie haben keinen Frieden. Das Gegenüber war verblüfft. Sie aber fuhr fort: Sie sollten Glauben haben. Er darauf: Und wie bekommt man Glauben? Mutter Teresa antwortete: Sie sollten beten. Ich kann nicht beten. Dann werde ich es für Sie tun, aber versuchen Sie einmal, Ihren Mitmenschen ein Lächeln zu schenken. Ein Lächeln ist wie eine Berührung. Es bringt etwas von der Wirklichkeit Gottes in unser Leben. Ich kann nicht beten. Dann werde ich es für Sie tun. Müde vom Weg durch die Wüste, vom Weg mit dem unsichtbaren Gott, wendet sich das Volk Israel von Jahwe ab und schafft ein Götzenbild, das goldene Kalb. Aber Israel hat Mose. Mose ist nicht nur der große Anführer, er ist auch, und vielleicht gerade deshalb, ein großer Beter. Für das Volk, das nicht mehr beten kann oder will, tritt Mose vor Gott hin und bittet um Barmherzigkeit. Und Gott erhört dieses inständige Gebet. Er schenkt Israel Gnade. Der vertraute Umgang von Mose mit Gott kann für uns ein Vorbild sein. Auch wir dürfen und sollen ein betender Mose sein für die uns Anvertrauten und vor allem für die, die selbst nicht beten. In meiner Gemeinschaft gibt es den Zweig der Anbetungsschwestern. Ihre Hauptaufgabe ist das Gebet. Unsere Anbetungsschwestern bekommen jeden Tag sehr viele Gebetsanliegen mitgeteilt. Immer nach dem Frühstück an jedem Morgen ist eine Zeit, in der alle Anliegen laut vorgelesen werden. Für diese und die je aktuellen Anliegen in Kirche und Gesellschaft beten die Schwestern während des ganzen Tages. Im Himmel, liebe Hörerinnen und Hörer, werden wir einmal sehen, wie viel wir selbst dem Gebet anderer verdanken. Wie viel wir dem Gebet der Kirche verdanken, die in jeder heiligen Messe in und mit Christus die Anliegen der ganzen Welt und auch meine Anliegen vor Gott hinträgt. Welcher Mensch braucht heute mein Gebet ganz besonders?